Ich bin einsam. Das laut zu sagen, fällt richtig schwer. Obwohl wir das Gefühl doch eigentlich alle kennen, oder? Egal wie alt wir sind, wo wir wohnen, wie viele Freundinnen wir vermeintlich auf Social Media haben, unsere Welt ist schnell und oft verdammt anonym. Dabei könnte uns was verloren gehen, was überlebenswichtig für uns zu sein scheint. Echte Beziehungen. Überlebenswichtig klingt krass. Aber tatsächlich sagen Forschende, wer einsam ist, stirbt früher. Ich meine, vom Rauchen kennt man das. Wer raucht, hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, früher zu sterben. Nur Einsamkeit, das ist doch eigentlich erstmal nur ein verdammt unangenehmes Gefühl, oder? Kann uns aber Einsamkeit auch so körperlich schaden, sodass wir am Ende sogar früher daran sterben? Und vor allen Dingen wie? Genau das will ich heute rauskriegen. Und am Ende des Tages werde ich noch was ausprobieren, was uns hoffentlich gegen die Einsamkeit helfen kann. Ich bin schon gespannt. Es gibt jede Menge Forschung zu den Folgen von Einsamkeit. Und in einer richtig großen Metastudie wurden die mal zusammengefasst. Da sind die Ergebnisse von 70 Studien und die Aussagen von 3,4 Millionen Menschen eingeflossen. Und das Ergebnis, das war echt heftig. Bei Leuten, die sich einsam gefühlt haben, war die Wahrscheinlichkeit, früher zu sterben, um 26% erhöht. Und bei Leuten, die sozial isoliert waren oder sogar alleine gelebt haben, ging das hoch auf bis zu 32% erhöhte Wahrscheinlichkeit. Egal ob empfunden oder ganz real, Isolation schien da echt einen Effekt gehabt zu haben. Aber wie kann denn Einsamkeit so ein ähnlicher Risikofaktor für unsere Gesundheit sein wie Rauchen? Weil ich meine, da kapiere ich das. Im Rauch ist schlicht und ergreifend Gift, was unseren Körper schädigt. Kann es so einen ganz direkten Einfluss auf unseren Körper und unsere Gesundheit auch bei der Einsamkeit geben? Ich treffe jetzt Denise. Vor einem Jahr ist sie nach Berlin zu ihrem Freund gezogen. Seitdem kämpft sie gegen die Einsamkeit und ich will verstehen, wie es ihr damit geht. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass du dich einsam gefühlt hast? Ich bin ja nach Berlin gezogen und ich bin eigentlich ein total verbundener Mensch. Also ich habe einen ganz kleinen, festen Kreis. Die Distanz an sich war da gar nicht so schlimm. Schlimmer war, dass für die anderen der Alltag ganz normal weiterging. Und wir uns ja trotzdem noch ungefähr gleich oft gesehen haben. Für mich sich aber alles geändert hat. Für alle anderen aber nicht. Und dann bist du da als ein Mensch, der ja eigentlich, sag ich mal, einen guten Freundeskreis hatte und wahrscheinlich nie gedacht hätte, dass du mal sagen würdest, ich bin jetzt einsam. Wie fühlt sich das an? Wie macht sich das bei dir ganz greifbar als Gefühl bemerkbar? Ja, so ein ganz flaues Magengefühl tatsächlich, was sich dann Stück für Stück einfach steigert, dass dann irgendwo so ein Druck in der Kehle ist und ich dann halt tatsächlich auch irgendwann einfach anfange zu weinen. Und es hat sich vorher anders angefühlt. Ich war Teil einer Gruppe und geborgen, oder? Genau, ja. Wo ist da der Unterschied zu einfach traurig sein? Den Unterschied merkt man gar nicht so schnell. Weil wenn man traurig ist, dann fühlt man sich mit seiner Trauer ja auch oft einsam dann und irgendwie abgekapselt von den anderen. Ich glaube, da verwischen die Grenzen. Du hast ja einen Partner auch. Und trotzdem fühlst du dich einsam. Also, was fehlt dann? Ganz viel. Also das ist ja eigentlich eine Utopie, dass man glaubt, ein Mensch kann alles für einen Menschen sein. Also das funktioniert halt nicht. Das denken ganz viele, dass der Partner reicht, man muss nur den richtigen Partner finden. Aber es ist gar nicht so. Ich habe den richtigen Partner gefunden und das reicht trotzdem nicht. Es gibt ja diese Untersuchungen, die zeigen, Leute, die einsam sind, die haben auch gesundheitliche Probleme oder haben ein höheres Risiko, früher zu sterben. Wenn du sowas hörst, ja, was macht das mit dir? Ja, also das ist, klar, es hängt ja alles zusammen. Ne? Also insbesondere dadurch, dass ich dann schlecht schlafe, merke ich das halt auch, dass ich dann irgendwie fahrig werde und irgendwie mehr Falten kriege und dunkle Augenringe, mich schlecht konzentrieren kann. Und also ich glaube schon, dass das auf Dauer dann
schon wirklich schädigend ist. Wenn jetzt jemand zuschaut, der vielleicht denkt, boah, ich bin auch einsam, weil ich kenne das Gefühl. Ja, was würdest du demjenigen raten? Ganz klar verdeutlichen und auch wirklich so benennen. Ich bin einsam. Und das muss der andere nicht verstehen. Er muss das nicht nachfühlen können, aber akzeptieren und irgendwie versuchen, da mitzuhelfen. Das funktioniert natürlich nicht alleine und auch man kann das auch nicht an andere abschieben. Man kann nicht sagen, hier kümmere du dich jetzt darum, dass ich nicht mehr einsam bin. Mhm. Das ist halt im Grunde eine Gemeinschaftsaufgabe. Ja, cool, dass du mit mir darüber redest. Das freut mich voll. Wie ist das denn bei euch? Was hilft euch, wenn ihr einsam seid? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Boah, das hat mich jetzt irgendwie echt beeindruckt, wie offen Denise darüber spricht, dass sie einsam ist. Was mich auch echt nachdenklich macht, ist, dass sie sagt, sie spürt die Einsamkeit wirklich ganz körperlich. Das wirkt sich auf ihre Gesundheit aus. Und da ist sie tatsächlich auch nicht die Einzige. Studien zeigen, dass einsame Menschen häufiger bestimmte Erkrankungen haben. Nämlich genau Schlafstörungen, aber auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, ein schwächeres Immunsystem. Was passiert in unserem Körper, das zu solchen Krankheiten führen kann? Tatsächlich hat man bei einsamen Menschen erhöhte Werte von Stresshormonen wie Cortisol festgestellt. Und auf kurze Zeit ist das natürlich gar kein Problem. Es pusht unseren Körper ja sogar in den Kampf- und Fluchtmodus, indem es eben ein Signal ist, das sagt, Blutgefäße erweitert euch, Herzschlag schneller. Aber genau das kann eben im Dauerzustand zu Erkrankungen führen. Nur, warum sind denn die Cortisolwerte erhöht? Ein Grund dafür könnte sein, dass das Gefühl der Einsamkeit selbst uns schon total stresst. Und die Ursache dafür liegt in unserer Evolution. Ganz lange Zeit unserer Geschichte war es nämlich elementar wichtig, Teil einer Gruppe zu sein. Alleine jagen konnte man gar nicht so gut und auch nicht sich vor Kälte oder Feinden schützen. Wem jetzt das Alleinsein nichts ausgemacht hat, der war vielleicht eher allein und damit im Nachteil. Wer aber, wenn er alleine war, ein starkes, unangenehmes Gefühl der Einsamkeit gespürt hat, der hatte einen total starken Motor, sich einer Gruppe anzuschließen und war damit eben auch im Vorteil. Evolutionär gesehen war Einsamkeit also ein wichtiges Warnsignal, das uns gesagt hat, dir fehlt was. So wie Hunger zum Beispiel. Das sagt uns, dir fehlt Nahrung. Und wie stark dieses Warnsignal in uns verankert ist, das zeigt ein Blick in unser Gehirn. Wenn wir uns nämlich einsam fühlen, dann wird ein Zentrum aktiv, das auch bei körperlichem Schmerz aktiv wird. Einsamkeit tut uns also körperlich weh. Kein Wunder also, dass uns dieses Gefühl unter permanenten Stress versetzen kann. Früher war das Warnsignal mehr als sinnvoll. Aber heute? Heute brauchen wir ja streng genommen niemanden mehr zum Überleben. Alles, sogar Freunde, lassen sich bequem online erreichen. Trotzdem ist das Warnsignal immer noch verdammt stark. Wird uns in unserer modernen Welt jetzt das Gefühl selbst zur Gefahr oder ist da sogar noch mehr dran? Warnt uns der soziale Schmerz vielleicht zu Recht immer noch, dass uns was fehlt? Genau daran wird geforscht. Dr. Rebecca Böhme ist Neurowissenschaftlerin und sie ist in Schweden einer sehr interessanten Sache auf der Spur. Schön, dich zu sehen. Wieso helfen uns denn eigentlich soziale Kontakte über Online-Medien nicht so gut gegen Einsamkeit? Natürlich kann man durch ein tiefes Gespräch also auch Nähe herstellen. Aber man teilt nicht denselben Raum, man teilt nicht diese Atmosphäre, man ist nicht beieinander. Man kann nicht umarmt werden, man kann nicht gestreichelt werden von seinem Gegenüber. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, sagen wir mal, die Einsamkeit, die ist ein Warnsignal, was uns evolutionär noch in uns steckt. Aber fehlt uns da jetzt wirklich noch ganz konkret das, woran wir auch Schaden nehmen können, wenn wir es nicht bekommen? Es gibt natürlich viele Faktoren, die da mit hineinspielen. Einer, der mir direkt in den Kopf kommt, ist die Berührung. Man erhält natürlich weniger Berührung von anderen Menschen, wenn man einsam ist. Wir wissen, dass Berührung dazu führt, dass wir uns weniger gestresst fühlen. Dass wirklich also auch die Menge von Stresshormonen in unserem Körper sich reduziert. Da kann das natürlich, können wir den ganz logischen Schluss ziehen, dass natürlich, wenn wir weniger Berührung erfahren, sind wir wahrscheinlich nicht ganz so stressresilient. Und daher können wir womöglich deswegen dann unsere Gesundheit schädigen. Das heißt, Berührung wäre wie so eine Art Puffer gegen diese verrückte Welt von außen, die uns unter Stress setzt oder auch unser Inneres, was uns stresst. Und die Berührung könnte das praktisch abpuffern? Genau, wir können Berührung richtig als eine Art Stresspuffer ansehen, ja.
Ist es auch so, dass Berührungen zum Beispiel Schmerzen lindern können? Berührungen stärken das Immunsystem, wurde gezeigt. Und das sind also ganz vielfältige Konsequenzen, die eine Berührung haben kann, wenn sie von jemandem kommt, der uns auch nahe steht und der uns wichtig ist. Aber welche Art von Berührung muss das denn sein? Genau, wir haben erstmal den Tastsinn. Das ist tatsächlich eben der Sinn, der dafür zuständig ist, dass wir vielleicht verschiedene Oberflächen unterscheiden können. Aber dann gibt es eben noch die soziale Berührung und die ist tatsächlich nochmal was ganz anderes. Die soziale oder affektive Berührung wird speziell über besondere Rezeptoren vermittelt. Das sind die sogenannten C-taktilen Fasern. Das sind besondere Rezeptoren in der Haut, die speziell auf eine bestimmte Art von Berührung reagieren und zwar auf 32 Grad Celsius, das ist ungefähr unsere Fingerspitzentemperatur, und auf so ein langsames Streicheln. So wie wir das instinktiv auch machen, wenn wir jemanden streicheln, den wir lieb haben. Das ist doch voll faszinierend, dass unser Körper ein eigenes Nervenfasersystem hat, nur für diese ja, liebevolle Berührung. Und diese Nervenfasern, die landen über Umwege im Belohnungszentrum in unserem Gehirn. Und dort lösen sie aus, dass Glückshormone wie Dopamin und Oxytocin ausgeschüttet werden. Und diese Hormone, die wirken vereinfacht gesagt chronisch erhöhten Stresshormonen entgegen. Berührung sorgt damit quasi für so eine Art biochemisches Gleichgewicht und wirkt wie ein Schutzschild gegen allen möglichen Stress von innen und von außen. Kann denn ein Mangel an Berührung jetzt ganz überspitzt gesagt letzten Endes zu einer höheren Wahrscheinlichkeit führen, früher zu sterben? Also wissenschaftlich gesehen schwer zu sagen, aber ich denke schon, dass wir zumindest über diese verschiedenen Zwischenstationen von Berührung, Einsamkeit, Stress, auch dem Immunsystem schon diese Verbindung herstellen können, dass Leute früher sterben, wenn sie einsam sind. Also für all diejenigen unter uns, die sich einsam fühlen, und das sind ja gar nicht so wenige, klingt das ja jetzt total beängstigend. So, mir geht's nicht nur schlecht, sondern es wirkt sich auch tatsächlich schädlich auf meinen Körper aus. Was kann ich denn dagegen tun, wenn mir das fehlt? Also ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir uns klar machen müssen, dass wir Berührungen nie ganz ersetzen können. Aber es ist eben doch so, dass wir natürlich versuchen können, gewisse Aspekte irgendwie zu ersetzen. Also wenn wir uns die Berührung, die zwischenmenschliche Berührung genauer anschauen, dann sehen wir zum Beispiel, naja, was passiert denn da? Wir haben einmal Wärme durch die Berührung, die Wärme eines anderen Menschen. Dann haben wir eine gewisse Menge Druck, wenn jemand uns umarmt und drückt. Wir können ein warmes Bad nehmen. Wir können uns so eine schwere Decke kaufen oder uns irgendwie einfach einkuscheln auf der Couch. Und natürlich Leute, die Haustiere haben, die haben natürlich ein Riesenglück, denn Haustiere können durchaus einen adäquaten Ersatz eigentlich darstellen, wenn man sich dem Haustier zumindest nahe fühlt. Also das finde ich jetzt mal ein richtig gutes Learning. Ich würde sagen, das nehme ich mit und das probiere ich jetzt auch mal aus mit den Tieren. Genau, mit dem Hund oder der Katze kuscheln. Ja, vielleicht habe ich noch eine bessere Idee. Einsamkeit kann also ganz direkt unsere Gesundheit und damit letztlich unser Leben bedrohen. Was beim Rauchen das Gift in der Kippe ist, sind bei Einsamkeit chronisch erhöhte Stresshormone. Ohne soziale Bindung und ohne Berührung fehlen unserem Körper nämlich wichtige hormonelle Gegenspieler und damit ein Schutzschild gegen die Auswirkungen des Stresses. Kuscheln, sogar mit Tieren, soll da laut Studien helfen. In der Medizin wird der Kontakt zu Tieren schon lange als Therapie eingesetzt, vor allem gegen Stress und Ängste, auch mit Alpakas. Wir haben uns einen Hof ausgesucht, bei dem die Tiere artgerecht gehalten werden. Und natürlich achten wir darauf, dass sie sich beim Dreh wohlfühlen. Seht ihr sie schon? Hallo! Hallo Quinny! Ich bin die Jasmina. Wollen wir kuscheln? Okay. Ja, keine Ahnung. Wirklich? Ich bin noch nicht so im entspannten Modus, ehrlich gesagt. Irgendwie machen die mir so ein bisschen. Ich bin mit denen nicht so auf Tuchfühlung aktuell noch. Aber das passt ja zu dem, was Rebecca gesagt hat. Man muss sich den Tieren auch verbunden fühlen, damit die einen beruhigen und die Berührung einem gut tut. Und aktuell machen die mir noch ein bisschen Angst. Jetzt wird es doch noch mal so richtig, richtig schön. Jetzt, wo Rohan und ich eine Bindung zueinander aufgebaut haben. Und das ist ja auch das, was Rebecca gesagt hat. Das ist ja der Witz, dass die Berührung richtig gut tut und hilft gegen Einsamkeit. Naja, wenn man halt eine Bindung zu dem Tier hat. Und ich hatte mir halt vorgestellt, wenn ich die sehe, dann ist das sofort da. Aber man muss sich halt auch erst gegenseitig vertrauen und kennenlernen. Und dann ist es richtig schön. Jetzt merke ich richtig diese Berührung von diesem weichen Körper und dem warmen, der warmen Haut, wie das ja, mich so richtig runterbringt. Ich werde das jetzt so richtig meinen Puls runter, meine Herzfrequenz. Ich kann das
voll spüren, wie mich das glücklich macht. Okay, Rohan. Und hey, klar, ich meine, man kann sich nicht immer so was Besonderes hier aussuchen und so ein süßes Alpaka haben. Er hier ist übrigens ein Lama und kein Alpaka. Ist ja klar, ne? Was mich heute irgendwie doch noch besonders bewegt hat, war, dass Denise gesagt hat, also was sie über die Einsamkeit erzählt hat und dass sich das oft auch einfach anfühlt wie eine Trauer, die man gar nicht zuordnen kann. Und da muss ich sagen, da habe ich gecheckt, krass, ich glaube, das habe ich auch ab und zu. Also ich glaube, ich kann hiermit jetzt auch sagen, ich bin manchmal einsam. So, ich glaube, der Rohan und ich, wir kuscheln jetzt noch ein bisschen weiter. Und falls nächste Woche irgendwie kein Video von uns kommt, dann bin ich halt hier geblieben, ne? Aber in der Zwischenzeit könnt ihr euch hier noch ein Video von uns zu Dating-Apps anschauen. Und da wäre eins von Psychologeek. Sie hat sich nämlich mit, unter anderem mit sozialer Angst beschäftigt. Und die sollen uns abonnieren, oder, Rohan? Und natürlich auch Psychologeek.